Hallo und herzlich willkommen, Leute, zu einer neuen Ausgabe Local Heroes bei FS1. Heute sind wir im Rockhaus, bei mir schon die erste Band, The Attic. Servus. Hallo, hallo Leute, hey, hallo. Schön euch zu sehen. Die erste Frage wäre gleich von mir. Ich habe nämlich gelesen, ihr macht schon seit knapp 2 Jahren sowas wie Live-Performances oder Live-Jam-Sessions, wie ja, das überall in Österreich. Wie funktioniert das? Was habt ihr da für eine Idee? Ja, die Idee ist einfach, dass... Weiß ich nicht, das ist auch ganz einfach, weil Live-Jam-Sessions in dem Sinne, dass wir uns einfach bei unseren Soli nicht unbedingt zurückhalten und einfach schauen, dass wir so viel Spaß wie möglich auf der Bühne haben. Und das gelingt halt durch ganz viel Solieren ganz gut. Und wir versuchen die Idee auch ein bisschen zu verbreiten, sage ich mal. Okay. Und das ist schon seit mittlerweile 2 Jahren, wo es uns gibt. Das scheint ja ganz gut zu funktionieren. Und ihr seid das erste Mal hier im Rockhaus? Oder? Wir sind das allererste Mal hier im Rockhaus. Okay, klasse. Ja, dann wird das ja eine klasse Nummer. Und was würdet ihr sagen, was hat euch beeinflusst? Habt ihr irgendwelche Vorbilder? Von wo rührt eure Musik her? Oh, das sind eigentlich sehr verschiedene Musiksparten, sage ich mal. Also ich bin Gitarrist der Band und natürlich gitarristisches Idol ist immer Jimi Hendrix. Ah, okay, und von da kommt man auch und generell die Bluesgitarre. Alles was mit Blues zum da hat, ist einfach Wahnsinn. Und dann war ich nicht unser Pianist, ist halt aus einer anderen Ecke. Ja, also ich höre ziemlich viel Jazz und solche Sachen und kann mich ziemlich für die Sachen begeistern. Und unsere Sängerin, die Sarah, wie darfst du dich beschreiben? Ja, interessiere mich auch sehr für Jazz und Blues und Soul. Und bin ja durch die Jungs auch auf die Jimi Hendrix-Schiene auch gerutscht ein bisschen. Ja. Das freut mich. Genau. Mhm. Das Wasser? Ja. Also bei mir ist das ein bisschen interessanter. Also ich komme eigentlich ursprünglich aus dem Metal-Bereich. Ach so, okay. Aber ist Drummen jetzt, das verbindet jetzt nicht so mit Metal. Also ich bin jetzt nicht so der Speed-Metal-Drummer aus dem Vollgas. Vom Drummen her taugt mir so das Blues-Rock-mäßige, also Black Keys ganz klar, so in die Richtung. Okay. Das also sehr flexibel in deiner, ja, genau, in deiner, also, Reichweite, okay. Genau. Ja, super. Wir sind recht zugänglich, was Musik betrifft. Also es gibt eher die wenige Sachen, was uns nicht gefallen. Also okay. Wir sind da eher offenherzig, würde ich das jetzt sagen. Das ist gut, ja. Solange es gut ist, solange die Musik gut ist, genau. Solange die Musik gut ist, ist Genre eigentlich komplett egal. Das sehe ich absolut genauso. Deswegen würde ich euch auch gerne fragen, darf man euch fragen, ihr habt hier eine neue EP? Ja, kann das genau sein? Wie heißt die? Wollt ihr darüber was erzählen schon? Ja, also wir haben die jetzt im Februar dieses Jahres aufgenommen oder im März in Graz. Und sie heißt wie wir, The Attic, OR. Und es ist eine EP aus 4 Songs, die wir selber geschrieben haben. Und es ist eine wahnsinnige Bandbreite. Also wir haben eine Blues-Nummer, wir haben eine Groove-Nummer, wir haben einen ziemlichen Jam zum Schluss raus. Also da wird dann eigentlich viel gejammt. Wir haben alles live aufgenommen im Studio, also immer alle miteinander, weil wir das Feeling einfach rüberbringen wollten von einer Live-Performance. Und ich glaube, das ist uns relativ gut gelungen. Na klasse, wie lange habt ihr dafür gebraucht, um die ganze EP rauszubringen, also daran zu arbeiten? Ja, ich sage. Also im Studio waren wir tatsächlich eigentlich nur 3 Tage. Also wir haben in 3 Tagen volle Kanone, von der Früh bis auf die Nacht, einfach nur gejammt und das halt aufgenommen, sozusagen. Das ist beeindruckend. Natürlich schon mit Konzept gejammt. Natürlich. Aber das hat mit Anlauf. Ja, das auf jeden Fall. Und es ist in 3 Tagen wirklich sehr gut funktioniert und dann noch eben Nachbearbeitung, Mixen, Mastern, das hat dann noch gedauert. Aber jetzt seit Sommer. Im Sommer haben wir es rausgebracht. Okay, klasse, dann seid ihr richtig am Durchstarten. Und habt ihr irgendwie schon was im Auge, was eure zukünftigen Pläne angeht, was ihr jetzt in Zukunft realisieren wollt? Ja, wir sind jetzt, also 3 von 4 Leute von uns sind jetzt in Wien zum Studieren. Mhm. Und jetzt versuchen wir natürlich, dass wir in Wien gescheit Fuß fassen. Mhm, okay. Und dass wir da die Szene mal gescheit auschecken, was da so los ist. Aber ihr alle kommt aus? Schladming. Aus Schladming? Ursprünglich, ja, genau. Okay, wirklich alle? Schladming, ja. Das heißt, ihr habt euch dort auch kennengelernt? Und ja, so ist es. Genau. Ihr hattet auch vorhin diskutiert, ob ihr eine Geschichte erzählen wollt. Wie die Band zustande kam. Jetzt bin ich neugierig. Ich dachte mir, vielleicht könnt ihr das noch raushauen. Oh, es gibt so viele Geschichten. Vielleicht, die haben angebracht, also die Jugendfreie. Es ist nur ein Vorschlag, also okay. Nein, sorry, also es war wirklich so, dass uns zwei, also Johannes und mich, hat ein Freund von uns vorgestellt, weil er gewusst hat, dass wir beide Musik machen, aber halt nicht miteinander. Mhm. Und da hat dann eins zum anderen geführt. Der Savi ist schon lange mein bester Freund gewesen, der hat Drums gespielt. Und da haben wir dann einmal eine Instrumental-Section gehabt und der Johannes hat zum Glück die Sarah kennt. Okay. Und hat die noch ins Boot geholt und dann ist passiert und wir haben uns auch in seinem Dachboden gegründet. Also sein Dachboden war unser erster Proberaum und deswegen auch der Name.
die klassische Dachbodennummer. Ja, sozusagen die klassische Dachbodennummer. Ja, super. Ja, genial. Ja, großartig, Leute. Das wären eigentlich auch schon alle meine Fragen. Ich freue mich auf das, was ihr uns heute zeigen werdet. Oh ja, hoffentlich. Und ich wünsche euch viel Spaß mit The Attic. Dankeschön. Dankeschön. Danke. We'll be right back.
Hey, was geht ab? Wie geht's euch? Ich hoffe, euch geht's gut. Ihr habt schon grandiose Bands hinter euch. Echt danke an die Pilots, das war wahnsinnig. Echt danke an alle, die was heute spielen. Und nach uns kommt auch noch ein mega, mega, mega Treat für euch. Ich hoffe, euch gefällt's soweit. Wir sind die Attic. Das erste Lied war von uns und das heißt Stuck in My Mind. Das letzte Lied ist auch von uns. Und ist auf unserer EP, um den wir mit haben. Also falls ihr sowas in irgendeiner Form käuflich erwerben möchtet, ist es da. Und das nächste Lied ist Soul Detector, viel Spaß. Very deep inside my mind.
Das nächste Lied ist auch mein Lied, das was nicht für uns ist. Das ist von einem grandiosen Herrn namens Bill Withers. Es ist schon ziemlich alt und Bill Withers ist eine Soul-Legende. Und deswegen wollen wir heute den Menschen in Ehren halten. Mit dem nächsten Lied, Use Me. Viel Spaß. Und feel free to dance, ja. Just
euch geht es soweit noch gut. Ich hoffe, ihr habt alle was zum Trinken. Das ist die Hauptsache. Solange es was zum Trinken hat, klingen wir wahrscheinlich gut. Also trinkt so viel, wie es geht. Das nächste Lied ist für uns und es ist ein Zweiteiler, so gesehen. Das heißt, You're Hard to Be in Love with Part 1 and 2. Und jetzt wie? Und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Ihr merkt es bestimmt, wann die Teile wechseln. Das kommt ganz intuitiv. Alles klar, viel Spaß. To reckon with, but hard to be in love.
Dankeschön. Dankeschön. Danke, danke, danke. Ich habe gerade auf die Uhr geschaut, die Zeit schaut gut aus. Ich glaube, ein Lied geht sich noch ganz schön aus, oder? Oder geht, also ein Lied muss schon noch sein. Ein Lied. Das Dread kennt eigentlich gar nicht mehr. Das Dread kennt einen guten Freund von mir. Danke fürs Ausleihen. Und ich habe mir gedacht, wenn man schon mit einer weißen Dread spielt, dann spielt man irgendwie Jimi Hendrix, oder? Also, ich weiß nicht. Bin ich der Einzige, was so denkt? Ich glaube nicht, oder? Jetzt kommt schon. So, mit dem Lied verabschieden wir uns. Es hat uns richtig frei, dass wir heute da spielen und danke Rockers, danke an die Technik, danke ans Licht, danke an den Sound. Das ist ein mega Sound. Danke an alle anderen Bands, was heute spielen und schon gespielt haben. Echt wahnsinnig cool. Freut euch auf die nächsten. Das wird noch richtig schmankerl. Wir verabschieden uns mit Purple Haze. Also macht es gut. Dankeschön! Dankeschön!